Mich erreicht immer mal wieder die Frage, welche Handpan sich am besten für Anfänger eignet, also welche Handpan-Stimmung. Und die Frage hat mich auch heute wieder erreicht und ich dachte, ich mache da einfach mal ein Video dazu. Es heißt, dass die D-Chord sich am besten für Anfänger eignet. Die D-Chord, die hat die Töne C, D, E, F, G, A, H, C. Und das ist halt die Tonart, die wir kennen von Kindesbeinen an. Ne? Also das lernt man schon auf dem Glockenspiel, da hat man die gleichen Töne und das ist für unser Ohr vertraut. Dazu kommt jetzt noch, dass die meisten Tutorials, die man findet auf YouTube, auf einer D-Chord gespielt sind. Also die meisten Tutorials für Anfänger sind auf einer D-Chord gespielt. Ich selbst spiele auch auf einer D-Chord und ich habe mich dafür entschieden, weil ich die Handpan zur Unterstützung von Gesang nutzen wollte. Also ich möchte Lieder dazu singen und mit der D-Chord kann man halt so die gängigsten Pop-Akkorde nachbilden und das war für mich ausschlaggebend dafür, dass ich mich für die D-Chord entschieden habe. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man eine Handpan danach aussuchen soll, wie dir der Klang gefällt. Also ob sie dich berührt oder ob sie dich nicht berührt. Und wenn du eine Handpan anspielst und du sagst, wow, ja super, das ist mein Klang, das ist mein Instrument, dann entscheide dich für diese Handpan. Wenn du dir gerade die Frage stellst, welche Handpan für dich die richtige ist, hast du wahrscheinlich noch keine eigene Handpan. Und hast vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung im Spielen mit der Handpan. Und wichtig ist es zu wissen, dass du die Handpan nicht nach Noten lernst. Also das Instrument lernst du nicht, indem du Noten nachspielst. Du lernst das Instrument, indem du Pattern, also Spielmuster lernst. Und diese Spielmuster, also wenn du ein Muster hast, dann kannst du das auf der D-Chord spielen. Du kannst es aber auch auf jeder anderen Handpan spielen. Das hört sich dann halt nur anders an. Deswegen gibt es in meinen Augen jetzt nicht die eine Handpan, die sich für Anfänger besonders gut eignet. Ja, schau, dass du eine Stimmung findest, die dich anspricht, die dir gefällt, weil wenn du am Ende eine Stimmung hast, die zwar für Anfänger geeignet ist, die dich aber nach einer Zeit gar nicht mehr anspricht, dann hast du auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Freude am Handpan-Spielen. Also achte lieber darauf, dass die Stimmung zu dir passt. Und ja, genau. Das ist mein Tipp, den ich dir geben kann. Und den zweiten Tipp, den ich dir geben kann, ist jetzt auch ein theoretischer Tipp. Dafür muss ich das Handy umswitchen. Und zwar möchte ich dir den Handpanner vorstellen. Oder die Seite handpanner.com. Da kannst du nämlich auch ganz viel über die Instrumente dir angucken. Weil sich ja doch sehr oft die Frage stellt am Anfang, oh, welche Töne sind denn auf der Stimmung und ja, wie sind die Unterschiede in der Stimmung? Und dazu muss ich jetzt mal gleich die Kamera hier umswitchen. So, damit ich meinen Bildschirm hier abfilmen kann. Also, die Seite heißt handpanner.com und da oben stehen schon die Töne von der Handpan, die hier ausgewählt ist. Also so sieht die Seite aus. Die ist kostenfrei, muss man sich auch nicht anmelden. Und da kannst du einmal deine Grundtonart auswählen, also die das Ding hat. Bei mir ist es jetzt das D und ich habe eine D-Chord. Und hier siehst du, wie viele Stimmungen es gibt. Also es ist wirklich, ja, da jetzt zu sagen, was ist für Anfänger am allerbesten, siehst du schon selber. Da haben wir die 8 plus 1, die habe ich jetzt. Und dann kannst du hier sehen, welche Töne da alles drauf sind. Hier. Ich weiß nicht, ob man die Maus so gut sieht hier drauf. Und hier unten hast du die Töne. Und wenn du da drauf klickst, dann kannst du sogar hören, wie die sich anhört. Und es gibt auch, also Handpanner gibt es auch als App fürs Handy. Und da kannst du dann sogar hier so einzeln mit dem Finger drauf tippen und dann kannst du dann auch Akkorde richtig anspielen. Also das, ja, die kostet ein bisschen was, die App. Ich glaube, irgendwas zwischen 5 und 10 € einmalig. Ja, also ich finde es so gut. Du kannst dann hier noch rübergehen zu Chords, also Akkorde. Und dann kannst du auch sehen, welche Akkorde
du aus dieser Handpan rausholen kannst, ne? Also welche rausholen, ja, welche Akkorde du damit spielen kannst. Und hier siehst du schon, also ich kann hier das C, das F, D-Moll, A-Moll, das sind so die gängigen Akkorde, die ich so brauche, um, ja, um die Stücke zu begleiten, die ich gern singen möchte. Genau. Und jetzt können wir mal hier schauen. Da war nämlich heute die Frage, wie der Unterschied zu der Ägieren, wird die, glaube ich, ausgesprochen, weiß ich gar nicht genau. Also zu dieser Handpan hier, da haben wir jetzt 8 plus 1. Ja, genau. Und da kann man sehen, Akkorde sind jetzt zwar ein bisschen weniger, und hier kann man dann auch. Also finde ich auch sehr schön. Genau, kann man einfach mal anspielen und gucken, wie sich das so anhört. Und ja, also ich finde das Handpanner ganz schön, um sich mal eine Übersicht zu verschaffen, was es überhaupt alles für Stimmungen gibt, wie die sich ungefähr anhören und wer wissen möchte, also wer quasi die Akkorde dazu braucht, der kann sich dann auch die Akkorde dazu raussuchen. Und was natürlich auch noch ausschlaggebend ist, wenn du dir eine Handpan kaufst und überlegst, welches jetzt werden soll, ist der Punkt Sustain, also wie viel Hall hat die. Wenn du die Handpan gerne sehr, sehr schnell und rhythmisch spielen möchtest, ist es besser, du nimmst eine, die jetzt nicht ganz so viel Hall hat, weil sonst die ganzen Obertöne, wenn du schnell spielst, so zu einem Brei werden und sich vermischen. Das ist dann ja nicht ganz so schön anzuhören. Wenn du gerne melodische, etwas ruhigere Lieder spielen möchtest oder so mittelschnell, dann kannst du eine Handpan nehmen, die halt ein bisschen mehr Hall hat. Also Sustain nennt man das bei der Handpan. Und genau, am besten gehst du mal in irgendeinen Handpan-Store, probierst mal ein paar verschiedene Stimmungen aus, ein paar verschiedene Materialien. Da kann dir eigentlich niemand sagen, was jetzt das Nonplusultra ist, weil auch da sind alle Geschmäcker ja unterschiedlich. Also ich habe meine angespielt in einem Laden und wusste gleich, okay, das ist so, brauche ich gar nicht lang nachdenken, die nehme ich. Ja, und ich denke mal, dir wird es dann auch so gehen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit der Auswahl deiner Handpen und vor allem, wenn du sie dann gekauft hast, ganz viel Spaß beim Üben. Wenn du magst, lass gerne einen Daumen hoch da, lass ein Abo da und schau dir ruhig schon mal meine Tutorials an. Man kann nie früh genug damit anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du dich jetzt schon, auch wenn du noch keine Handpan hast, dich mit der Thematik auseinandersetzt, dann wird es dir später leichter fallen, ins Handpan-Spiel reinzukommen. Vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner anderen Videos. Bis dann. Tschüss.